3 Sticks Stein. So 64. Und dann nehmen wir uns davon auch noch einen kompletten Stick mit. Okidoki. So, ich überlege aber nochmal. Dafür könnten wir. So, lasst mich mal nachdenken, weil ich glaube, davon haben wir nicht so viel. Ich will nur mal komplett hier gucken. Kriegen wir echt ein Stack zusammen? Nice. Okay, dann brauche ich doch nichts craften. Dann nehme ich davon einen kompletten Stack mit und dann dürften wir jetzt eigentlich alles haben, um die Höhle zu machen. Ich glaube, ich bin schon vorbeigeflogen. Nein, bin ich nicht. Oh, ich dachte erst. So, also, wenn man in die Höhle reinkommt, eigentlich bräuchten wir hier so ein paar Ranken noch. Aber ich denke so, wenn es darum geht, um die Verzierung noch so, dass man nicht nur Stein sieht, kriegen wir das hin. Auf jeden Fall. So. So, jetzt kommt's aber noch. Das Ding ist schnell nicht. Hier ganz kurz so nach oben gehen. Ganz stark. So, irgendwo hier kommen wir gleich raus, weil ich nach oben graben werde, um da in der Mitte ein Loch zu machen. Das heißt, irgendwo hier. Okay. Ab hier, passt auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59. Hier kann ich 59 haben. Okay, egal. Das heißt, 58 wären 19, das heißt 19, 19, das heißt Nummer 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Daniel, du bist dumm. Nee, 20, 20, 20, 20. Bam, so. Aber nee, das ist dumm. Hä? Daniel, was ist gerade los mit dir? 59 hast du doch gesagt, oder? Du musst die 30 nehmen. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, das ist der Block. So. 30. Und dann natürlich, dass das ein Kreis ergibt. Da gucken wir schon mal. Das heißt, so, so. Jetzt ist aber noch die Frage natürlich, wo ist es hier von der Breite, die Mitte? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 47, 46 durch 2, 23, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3, 24. Und dann so. Nice, okay. Das bedeutet, dass wir genau in dieser Form über uns ein Loch schlagen werden. Das heißt, bei dem Block hier. Machen wir erstmal so weit. Dann hier. Ich mache erstmal. Okay, warte, so. Und dann so. Ah, okay. 3, dann hier. So. Das gleiche auch nochmal hier und hier. So. Dann hier. So. Da bitte mit der Hand und nicht die Spitzhacke verbrauchen. Irgendwie macht man das echt immer instinktiv, finde ich. So, so und so. Jetzt da noch die Blöcke weghauen. So, weil natürlich sieht das dann auch nicht so aus. Wir müssen das ja auch noch gut machen. Theoretisch könnten wir jetzt auch noch so diesen äußeren Block hier, also den, den, den und den wegmachen. Dann sieht das auch besser aus. Das machen wir auch. Das heißt, der kommt weg, weil es ist jetzt vielleicht jetzt nicht dann richtig eine Kreisform. Aber ich bin so dann auch echt zufrieden. Also dann ist das halt eben ein richtiges Viereck und nicht irgendwie, da ist noch ein Block in der Ecke. So. Und dann bauen wir uns gleich nach oben und bauen da über halt noch den Block ab oder beziehungsweise weiter nach oben hin ab. Und schauen mal. So, zuerst kommt aber das hier weg. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Warte. Wow. Du hast ja noch die Spitzhacke. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, okay, da komme ich nicht mehr. 1, 1, 1, 1, 1. Das ist genau mittig, deswegen muss ich dabei mal eben springen. So. Jetzt benutze ich natürlich die Erde. Das hier ist ja hier so gesehen der Mittelpunkt. Und da sind wir dann auch schon an der Oberfläche. So, natürlich zwei Blöcke nur abbauen. 2, 1, 2. So natürlich in diesem Radius hier. Das heißt, immer zwei Blöcke. 1, 2. 1, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, ich sehe mal nicht, weil das ja sonst auch blüht. Ich will mal einen Schluck trinken.